Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Es geht nach Berlin. Wir machen eine Brandenburg-Tour. Ich freue mich schon riesig. Endlich hat es geklappt. Ich treffe mich dort mit den lieben Sebastian von Petze unterwegs und den lieben Jeff von Der Bunte Kanal. Und wir werden ein komplettes Wochenende und Tour gehen. Natürlich werde ich nebenbei ein bisschen vloggen. Ich hoffe, die Kamerabilder sind nicht so sehr verwackelt. Ich habe die Kamera, wie gesagt, nicht in der Hand. Das macht man ja nicht während der Autofahrt. Ich hatte schon die ersten Schwierigkeiten. Hier waren schon einige Abschnitte gesperrt. Aufgrund gewisse Ereignisse. Ich weiß nicht, wann ich den Film rausbringen werde. Ich denke mir, ihr wisst, was momentan los ist hier in unserem Land. Wollte günstig tanken fahren, wäre runtergekommen, aber wäre nicht wieder raufgekommen. Haben sie alles dicht gemacht. So, jetzt bin ich geradeaus durchgefahren. Ich habe noch ein bisschen Sprit im Tank, also alles gut. Wollten wir aber, fängt schon an zu sabbern, gern ein Käffchen holen. Das wurde mir jetzt verwehrt. Oder ich hätte riesen Landstraßenumweg fahren müssen. Naja. Also, Freunde, ich werde während der Autofahrt nicht viel vloggen, weil was gibt es zu filmen außer Landstraßen und ich sitze im Auto und quatsche euch zu. Ich werde... Kamera steht? Ich hoffe, sie stabilisiert gut. Ich werde mich wieder melden, wenn zwischendurch was Aufregendes passiert oder wenn ich angekommen bin in Berlin. So, also, wie immer heißt es, kommt einfach mal mit. Also hier ist ja alles noch vereist und verschneit. So ist es bei uns auf Rügen nicht. Sieht mega aus mit den Bäumen. Ich hoffe, es kommt auf Kamera so ein bisschen gut rüber. So ein bisschen gut rüber. Hier, geil, quatscht doch wieder eh. Aber es sieht so ein bisschen aus wie im Märchen. Die Baumkronen vereist. Ich finde das richtig cool gerade. Noch 45 Minuten bis zum Ziel. Ich musste erstmal tanken. Ja, die ganzen Abfahrten sind frei, aber die ganzen Auffahrten sind dicht gemacht. Aufgrund der Demonstration. Überall stehen Traktoren. Ich wollte etwas günstiger tanken. Nun musste ich 20 Euro Autobahn tanken, damit ich überhaupt noch... ich habe große Befürchtungen, dass in Berlin alle Straßen dicht sein werden. Ich weiß es nicht. Naja, okay. Für mich ist es mal ganz angenehm, nicht so weit zu fahren. Sonst fahre ich ja immer, weiß ich wie viele Kilometer. Diesmal nur, in Anführungszeichen, nur bis nach Berlin. Ich bin noch extra früher losgefahren, damit ich ganz entspannt in den Abend starten kann. Vielleicht noch hier das ein oder andere angucken dort. Ich weiß es ja nicht, wie ich dort durchkomme. Ich habe es nicht bedacht, dass die ganzen Streiks unterwegs sind. Oder die ganzen Demonstrationen, wie man es auch immer man nennen will. Ich war schon bei meinen Eltern dran. Auch natürlich, um zu sehen, wie es meinen Eltern geht, wie es meinem Papa geht. Und auch um den Hund abzugeben. Das war der Hauptgrund. Jetzt habe ich angedacht, dort gab es Wiener Würstchen. Das wollte ich noch erwähnen. Also Mittag habe ich auch schon mal gespart. Jetzt habe ich mir einen großen Kaffee geholt für 4 Euro an der Autobahntankstelle. Ich komme ja nicht runter von der Autobahn. Ich fahre nur runter, wenn ich am Zielort bin. Noch 50 Kilometer. Und dann bin ich da. Jetzt rechts fahren. Da bist du hier in Berlin und vor dir fährt ein Rüganer. Der will allerdings woanders hin. Ganz liebe Grüße, falls du das im Video sehen solltest. Sieht wirklich aus wie im Wintermärchenland hier. Richtig schön, aber ja, ganz schön kalt hier. Ich will wieder zurück auf meine Insel. So, ich bin durch so ein Villenviertel gefahren, da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt und jetzt bin ich zu Hause, Freunde. Hier fühle ich mich wohl, das ist genau mein Ding. Nein, ihr wisst, wie ich das meine, aber durch so ein Nobel-Etipetete-Viertel, überall nur 30, auch außerhalb der Ortschaften, 30, 50 maximal. Keine Ahnung, ob das ein... Ich habe mich da sehr unwohl gefühlt, muss ich sagen, warum auch immer. Die Straßen so eng, alles Neubaugebiet. Ja, und jetzt ist man hier zu Hause. Ne? Schön alles runtergekommen hier. Dönerläden haben zu. Bisschen beschmiert, bisschen Graffiti an der Wände, jawohl. Blöcke, wie bei uns. Was heißt denn wie bei uns? Bei uns gibt es auch noble Viertel, ne? Aber nee, ich bin einfacher Junge. Jetzt fühle ich mich zu Hause. So, ich habe noch 7 Kilometer vor mir und dann bin ich endlich da. So, ich bin angekommen. Das ist auch eine komplett andere Welt hier, Freunde, ne? Okay, ich bin in der Großstadt gewohnt, habe auch jahrelang in Hamburg gewohnt. Ist aber schon ein bisschen länger her, wenn man immer wieder in der Großstadt kommt von der Insel. Das ist schon ein Unterschied, ja. Jetzt bin ich gespannt auf das Hotelzimmer.
Ich komme nicht raufgefahren, da ist eine Schranke. Ich hoffe, wir haben einen Parkplatz. Weil sonst sieht es schwierig aus hier mit Parkplätzen. Aber in der Dingsbeschreibung stand eigentlich mit Parkplatz. Naja, ich check jetzt erstmal ein und dann nehme ich euch mit und zeige euch, denke ich mal, das Zimmer. Hat ein bisschen was vom Horrorfilm, ne? Ucht, Freunde, ich bin angekommen. Ja, ihr seht, mein ganzes Gepäck, die ganze Technik. Zimmernummer geht. Aber das Schöne ist, hier ist mein Zimmer oder unser Zimmer. Hier komme ich rein. So. Wo geht denn nämlich? Da. 701. Alles gut, das ist unser Zimmer. Ist nicht auf. Geht nicht. Ich habe das ganze Gepäck hier oben. Ich schließe es erstmal jetzt hier ein, weil hier nebenan ist noch ein Zimmer. Ja. Wir können auch schon mal einen Blick auf die Toilette werfen. Ja. Ich zeige euch hier nochmal. Ach doch, ist gar nicht so schlecht. Ich bin gespannt auf das Zimmer. Auch ein bisschen lüften können wir mal hier, ne? Dusche, Toilette, alles was man braucht. So, jetzt kann ich nochmal runtereiern, weil meine Karte nicht geht fürs Zimmer. Typisch, oder? So, Gepäck ist mal verstaut im Bad. Mal die Tür. Die geht ja zu. Oder auf. Oder habe ich die falsche Nummer? 701. Ja, dann leck mich doch einer. Ja. Es ist wieder so typisch. Ein Hostelzimmer ist kein Tresor. Ja, wir sind im Hostel, jetzt wisst ihr es auch. So, jetzt mache ich die Tür zu hier, in der Hoffnung, dass meine Sachen natürlich nicht wegkommen. Es geht schon wieder abenteuerlich los, ne? Aber der Gang ist kräftig, auch heftig, ne? Uah. Ach, Freunde. Vor allen Dingen, ich bin ganz oben. Etage 7. Aber was wäre ein Block mit Jäger? Gibt es hier kein Erdgeschoss? Hier gibt es kein Erdgeschoss. Ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Das ist ja normal bei mir. Das kennt ihr ja mittlerweile. Ne? Hier gibt es kein Erdgeschoss. Kann man das überhaupt sehen jetzt hier? So eine Actioncam brauchen wir mehr viel Licht. Freunde. Einfach nur ankommen. Aber ich bin früh da. Es ist 16 Uhr. Also ganz entspannt. Essen habe ich mitgenommen zum Glück. Brauche noch ein bisschen was Nutella. Ich glaube Kaffee und so kann man sich hier unten holen. 24/7 ist hier einer da. So, jetzt gehe ich das erstmal klären. Oh, habe ich mich erschrocken, die Musik. Neues Zimmer, Freunde. Man muss ja mal Glück haben im Leben, ne? Wir bekommen jetzt ein Viermannszimmer. Das finde ich geil. Das Blöde daran ist nur, ich muss von der siebten Etage in die dritte Etage. Boah. So, und jetzt ist die nächste Karte kaputt. Ich sag's euch, mit Jirka, seid einmal mit Jirka unterwegs und ihr braucht keinen Abenteuerurlaub mehr buchen. Jetzt darf ich in die dritte Etage. Jetzt kann ich alle Sachen nochmal. Er macht ja nichts. Ne? Und deswegen bin ich einen Tag früher angereist. Und genau deswegen, nein, nicht genau deswegen, weil ich eigentlich entspannt hier, aber hier gibt es alles, Kaffee und das ist geil, hier brauchst du dich um nichts kümmern, also Automaten natürlich, ne? So, Freunde, ich hole jetzt meine Sachen und dann ab in die dritte Etage, eigentlich schön, weil ich hätte eine schöne Aussicht, ich kann mal kurz zeigen, vom Flur her, ich hätte es cool gefunden, wenn wir hier geblieben wären. Naja, wir hätten da hingeguckt. Gut, Freunde, ach, da ist er. Schick machen nochmal für euch. Bis gleich. Das ist auch wieder mit Jirka. Drück auf die 3. Wo ist das bessere Licht? Komm in der Etage an. Hol alle Sachen raus. Bin auf der vierten Etage. Also wieder alle Sachen rein. Ich habe schon jetzt keinen Bock mehr. So, aber jetzt, passt auf, Freunde. Ich hoffe, wir kommen jetzt rein.
Meine Güte, kann ja nicht so schwer sein. Einchecken dauert hier eine Stunde. Erstmal schön 6 Euro Steuern. Ja, moin. Ich bekomme 6 Euro von Ihnen. Wieso das denn? Berliner Steuern. Ja. Oh. Oh. Das zeige ich euch noch nicht. Ah, 4 Bettenzimmer. Na gut. Hä? Licht geht hier nicht, oder was? 4 Bettenzimmer. Aber immerhin. Schön großen Platz, schön viel Platz. Geht gleich los. Erstmal die ganzen wichtigen Sachen rein. Wie sagen wir so, erstmal günstig. Jeff. Alter, Freunde. Ich bin gerade nass und ich muss Pipi die Sau, ne? Aber ich zeige euch. Nee, ich gehe erstmal Pipi machen und dann zeige ich euch das Zimmer. Nachteil hier wieder. Im anderen Bad waren Fenster. Das haben wir hier nicht. Ja, dann kann ich alles haben. Jeff, du schläfst da. Sei gespannt, Alter. Das ist geil. Ich zeige euch erstmal das Bad. Ne? Ihr müsst immer davon ausgehen, das war günstig. Und dafür finde ich es vollkommen okay. Wir sind ja so den ganzen Tag on Tour. Ne? Ja, moin. Achso, oh, ihr seht auch wieder Wüste auf dem Kopf. Ne? Die 3 Haare, die hat, die müssen aber noch liegen. Alles, was das Herz begehrt. Eine Dusche, besser als ein Autopen, sage ich immer wieder. Ne? So, Flurbereich. Und ja. Das finde ich am geilsten. So eine kleine Familie. Ne? Keine Angst, wir sind 2 Männer. Man kann die Betten auseinanderziehen. Ne? Alles gut. Wir müssen hier nicht eng an eng gekuschelt. Oh, das ist aber. Oh, Freunde, hier ist der Ausblick. Genau, mal ein bisschen Luft drin, ne? So, und der Fernseher, das ist die Härte hier. Ja, guck mal, der Fernseher ist so groß wie meine Hand. Könnt ihr das sehen? Oh, noch nicht mal. Kannst du nicht mal. Doch, kannst du, ne? Alter, natürlich wieder keine. Doch, Fernbedienung ist auch da. Steckdosen, da wird jetzt erstmal gleich hier. Das Licht ist ein bisschen schwach, ne? Ist egal. Es tut mir leid. Meine ganze Technik wird jetzt erstmal angeklemmt. Wie Drohne und so, die lade ich ja nur einen Tag vorher. Und dann werde ich nochmal losmachen, ne? Ich habe sonst alles mit. Ich brauche nur noch für morgens Nutella. Und Kaffee kann man sich unten holen am Automaten. 24/7 einer da. Alles 24/7 erreichbar. Ja, das ist bestimmt Jeff, ne? Jeff, ja. Ich muss mich jetzt mal bei Jeff melden. Wir sehen uns später wieder. Sauber gemacht wie im Fitnessstudio nebenbei. Ich muss sagen, ich habe erst gemeckert über den Preis und ich hätte euch gerne den Burger gefilmt und gezeigt, aber ich habe ihn ausgepackt und das war der Fehler. Ich habe ihn nicht in eine Hand reingekriegt. Ich weiß gar nicht, wie man ihn essen soll. Also, sehr preisintensiv, aber schmeckt schon geil, Freunde. Schmeckt schon richtig geil. So, ihr Lieben. Verabschiedet euch vom Fernsehturm, der nicht zu sehen ist. Ich bin gesättigt. Jetzt geht's ab ins Hotelzimmer. Wir sind ja nicht zum Sightseeing hier, sondern wir sind ja hier wegen der Los Feliz Tour. Ne? Muss noch ein paar Vorbereitungen treffen, auch nochmal auf die Karte gucken. 1-2 Geräte nochmal laden, nochmal duschen und so. Ach so, einkaufen muss ich auch noch. Boah, Alter, ist das glatt hier. Wahnsinn. Und ja, bis spät. Nee, kann ich ja mal mitnehmen hier. Hier fällt euch gar nicht auf. Ich habe ein bisschen Angst, dass die hier meine Kamera aus der Hand reißen. Ne? Davor habe ich am meisten Angst. Ne? Ich habe auch nur die Kamera, kein Stativ, kein gar nichts. Ach hier.
Burger King. Kann ich gleich weitermachen hier. So mächtig alles hier, ne? Ah, guck mal, er guckt schon. Wo ist er? Da ist er. Wenn, dann haben wir ihn auf Kamera. Er guckt schon, was ich hier mache. So, ich muss die Kamera wegpacken. Das ist nicht gut hier, wirklich. So, jetzt weiß ich nicht, wo ich die Zimmerkarte hingesteckt habe. Hab sie wieder sehr gut versteckt vor mir selber. Freunde, es ist furchtbar. Ja, wenigstens hat er seinen Humor nicht verloren. Ich weiß nicht, wo ich die habe. Kann ich aber nicht sagen. Die Akkus von der Drohne sind auch gleich voll. Oh, sorry. Den Geruch kriegst du auch nicht raus, wa? Boah, das ist schon brutal. Hier sind Vorhänge drin bestimmt. Es ist jetzt 21.24 Uhr. Ich habe alle Vorbereitungen für morgen getroffen. Habe mir ein bisschen was zu essen gemacht, Stuhlen geschmiert, geduscht, mich nochmal rasiert, geguckt, welches Bett ich jetzt nehme, weil wir haben hier einen. Ach doch, hier kann ich es ja sagen. Ich muss immer aufpassen, ob ich es in den Story sage oder hier im Vlog. Aber hier im Vlog kann ich es ja sagen. Wir haben jetzt ein Viermannszimmer gekriegt, ein Vierbettenzimmer. Viermannszimmer ist das bei weitem nicht. Roomtour habt ihr gesehen. Kein Kleiderschrank, nur ein kleiner Tisch. Also man kann hier wirklich nur pennen. Aber das reicht doch für uns. Wir sind halt einfache Leute. In dem Sinne, wenn wir auf Lost Place Tour fahren, wollen wir einfach nur schlafen und duschen. Oder duschen und schlafen. So ist die richtige Reihenfolge. Ja, und dann werde ich noch ein bisschen im Internet umher daddeln. Mal gucken, wer die eine oder andere Story gemacht hat, was dort passiert ist. Und dann ist nachher noch bestimmt 22.30 Uhr so. Und dann gehe ich auch ins Bett, weil ich bin ganz schön im... Muss ich eh piepen, deswegen spreche ich es nicht aus. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, jetzt ist mir gerade ein... Also ich habe gut geschlafen, muss ich sagen. Ich habe aber arge Befürchtung, ich mag gar nicht hingucken. Ich möchte nicht wissen, wo ich gepennt habe. Das hat sich gut gepennt hier. Und zwar habe ich im Doppelstockbett oben gepennt. Also ich habe gut geschlafen, muss ich sagen. Es war sehr ruhig. Jedenfalls habe ich nichts mitgekriegt. Und ich habe eigentlich einen leichten Schlaf, wenn was ist. Da bin ich andere Hotels gewohnt, wo viele Menschen aufeinandertreffen. Mit Türen knallen und nachts laut sein und so nichts. Aber mir ist jetzt ein Missgeschick passiert. Ach du Scheiße. Mein Handy ist schon kaputt. Das muss zur Reparatur, das ist versichert, aber das dauert 6 bis 8 Wochen. Und da ich ja alle Daten auf meinem Handy habe und sie es noch nicht geschafft habe, sie rüber zu ziehen auf dem Computer, auf dem PC, habe ich einen kleinen Display-Fehler und jetzt ist mir ein Missgeschick gerade passiert. Könnt ihr ja mal gucken. Das fängt schon gut an, ne? Mein Handy ist mir runtergefallen. Ich ahne jetzt ganz doll Schlimmes, dass ich hier irgendwie... Hoffentlich nicht. Heute ist ziemlich Spätabfahrt für eine Lost Place Tour für mich. Aber trotzdem früher beginnen, weil sonst fahre ich ja mal 3, 3,5 Stunden erst. Und dann startet die Tour für mich immer so um 9. Naja, um 10 wollen wir nicht übertreiben. Ne? Heute treffen wir uns alle 8.30 Uhr. Jeff ist schon unterwegs. Mit Pets habe ich noch gar nicht geschrieben. Der müsste aber auch wach sein, weil der... noch einkaufen wollte, der bringt mir auch noch was mit. Und jetzt bin ich gespannt auf mein Handy, Freunde. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich hatte hier unten immer so einen Pixelfehler schon, weil da ist er mir mal runtergefallen. Also sonst die bekannten Handyhüllenmarken, für die auch viel Werbung gemacht wird, wo man eigentlich einen Sturz überstehen kann. Und ich muss sagen, ich bin gespannt, obwohl das Display schon kaputt ist. Boah, es funktioniert noch. Hier unten seht ihr diesen Pixelfehler, der mit der Zeit immer größer werden wird. Deswegen muss das Handy auch eingeschickt werden. Aber ich bin erstaunt, das Handy funktioniert noch. So sieht mein Frühstück aus. Mensch, ich bin nebenbei hier noch wieder
die Action Cam zu laden zum Vloggen. Ich habe noch ein Brötchen mit. Dort. Erstmal ein Käffchen geholt. Natürlich zwei, weil das ist ein Witz hier. Ich brauche morgens eine große Tasse Kaffee. Und was morgens nicht fehlen darf, ist Nutella. Und wie ihr im Hintergrund hören könnt, sicherlich, hatte ich über Nacht zum Glück die Fenster zu, weil jetzt ist hier gerade Müllabfuhr. So, Jeff soll schon da sein. Ja, zum Glück habe ich meinen anderen Schuh geholt. Ich bin schön in Hundekacker gelatscht. Da draußen stehen die Schuhe. Kannst du nicht mit ins Zimmer nehmen, ne? So, ich bin gespannt. Wir haben uns auch noch nie gesehen. Ich lasse die Kamera mal laufen. Was hat er geschrieben? Petze schickt einen Live-Standort, also Petze ist auch unterwegs. Chef schreibt Jo. Da ist er! Kamera läuft! Tach, komm her, mein Süßer. Da! Jeff, der bunte Kanal. Tach! So, komm. Ja. Es ist so weit. Schönes Hotel, oder? Naja. Naja, gut. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du so groß bist. Du täuschst das immer, ne? Krass, meine ja. Plateauschuhe extra angezogen. Hast du angezogen, wirklich? Naja. Deswegen, du schummelst, ne? Ja. Petz ist auch. Es ist komisch, meine Kamera zu sehen. Ja. Das erklären wir gleich. Ein bisschen Datenschutz machen hier. So, diese Kamera nämlich habe ich nämlich von dem lieben 3. Ach so, von dem lieben Jeff ergattern können. Darüber ärgert sich Jeff schon, glaube ich, oder? Ein bisschen, ja. Na, ich bin gespannt. Ich hole mir die nochmal nach. Hast du deine Fotocam mit? Ja. Schön. Alles bei. Mensch, ich freue mich richtig mal. Ja, sehen, ey. Geile ja. Sache. Ey. Ich war ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ne? Ja, ich, sonst schippen wir den ganzen Sand mit drin. Die machen ja nicht sauber, wa? Also ich lasse die auch im Raum. Wundere dich nicht, dass ich mich ein bisschen breit gemacht habe. Wir räumen noch auf hier, ne? Ist gut. Bloß ich war ja gestern alleine. Ist doch schön. Ist doch gut. Ey, was wollen wir denn hier machen? Außer schlafen. Ja, darum ist ja. So, wo ich gepennt habe. Es riecht hier noch ein bisschen nach, wie heißt das? Füße? Ich hab noch, nee, hier nach Füße. Das geht ja schon gut los. Wie heißt das? Ach so, Gummi. Imprägnierspray. Ach so, ja. So, ich habe da oben gepennt, Freunde. Ja. Wirklich. Und ich habe geschlafen wie ein Baby fast, muss ich sagen. Maja. Das ist ja auch kein Kinderbett. Ich dachte, das sind nee, das sind wirklich Erwachsenebetten. Und da sind auch die Metallgitter ja. Unten wie hier bei dem. Das ist auch tipptopp. So, wir machen jetzt mal die Kamera aus. Dann empfangen wir Petze. Ich schwitze auch nämlich schon. Ja. Ich habe mich nämlich warm eingemummelt und wir sehen uns später. So, wir warten auf die andere Prominenz. Zeig mal unser Motto. Ja. Warte. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus, hoffentlich ja. Nicht, aber... Wie viele Anzeigen hast du schon bekommen im Leben? Ja. Im Leben, nicht nur noch Space-Technik. Ich möchte nicht drüber reden. So, wie weit ist er? Ich weiß es nicht. Am Zeiss Planetarium ist er. Wo auch immer das? Keine Ahnung. Kenn mich ja nicht aus. Okay. So, wir warten. So. Ich kann ja schneiden. Warte, sperrst du mich jetzt ein? Ja. Ich werde hier eingesperrt, Freunde. So, ich habe den Kinderplatz gekriegt. Genau, Jeff. Anschnallen. Ach so, das ja. Ist doch wichtig, wegen der Sicherheit. Ach, wir haben uns schon eine Kamera vorgestellt. Ja, Jeff kennt ihr schon. Aber hier beim Vlog kennt ihr den Petze noch nicht. Petze. Das ist Petze unterwegs. Genau. Genannt, nee, das ist Sebastian, genannt Petze unterwegs. Ja, wie ist der Name entstanden? Kann man das mal kurz erwähnen? Ja, weil mein Nachname Petznik ist. Genau. Das hat nichts mit Petzen zu tun oder er verrät uns jetzt? Er liefert uns an die Polizei aus? Nein. Sein Nachname. Mal gucken. Ja, mal gucken. So. Freunde, die Tour startet. Nebenbei vloggen wir ein bisschen. Okay. Ja, ihr kennt sonst nur meinen Renault. Ich kenne hier so eine modernen Autos nicht. wie lange fahren wir bis zum Essen? Oder wollen wir erstmal raus? Minuten. 6 Minuten? Ja, das ist so ungewohnt für mich. Ne? Ich fahre sonst erstmal 3,5 Stunden und dann muss ich noch die Belegschaft suchen, wollte ich gerade sagen. Und 6 Minuten, das schafft das überhaupt zwischendurch meine Kamera aufzuladen? Von Lost Place zu Lost Place? Das ist das Geile hier, ne? Naja, wir machen jetzt nicht so viel eigentlich in Berlin. Wir fahren aus Berlin raus? Wir fahren dann aus Berlin raus. Wir sind jetzt auch schon in 6 Minuten aus Berlin raus? Nein, nee, jetzt fahren wir, sind wir noch in Berlin denn. Jetzt sind wir noch in Berlin. Aber danach fahren wir dann raus. Okay. Haut mal ehrlich raus. Haben wir noch was auf der Karte? Weil das ist ja, Alter. Das war jetzt das Prestige-Objekt, was wir ausgesucht haben, war? Ja. Nein, ich habe noch ein paar auf der Karte. Aber nee, also
Wir sind jetzt hier locker 2,5 Stunden drin. Hier brauchen wir nicht reingehen, glaube ich. Oder? Das ist ja Quatsch. Also, ich selber war auch noch nicht drin. Mich würde nur privat interessieren. Darüber müsste man jetzt nicht unbedingt ein Video machen. Hier könnten wir auch im Dunkeln drin, oder? Das interessiert doch keinen mehr hier. Ja. Ich glaube, das wird das Ganze auch noch interessanter machen. Die ganzen Berliner Sachen. Ich meine, am Alex ist auch die Bank, wo PJ doch die 1500 Euro für uns hinterlassen hat. Ja, ich möchte auch 1000. Wollen wir da hin? Da können wir hin. Da sollten wir aber auch, denke ich, eher zum Abend? Abendstunden hin. Warschauer, also das ist jetzt hier die Warschauer Straße und hier links hast du ganz viele Bars, Restaurants und ist sehr beliebt bei der Jugend oder bei der jungen Bevölkerung hier. Also für uns quasi richtig. Genau, richtig. Genau. Wieder im Auto. Die erste Location war nichts, aber auch wirklich gar nichts. Da haben wir uns ein bisschen mehr erhofft. Aber wir alle wussten nicht, dass wir da schon so viel, jetzt kommt ja wieder ein Steuern, so viel weggerissen haben. Schade. Für diejenigen, die mir den Tipp gegeben haben, ich soll da unbedingt heute nochmal hinkommen. Also ziemlich zeitnah. Die werde ich persönlich anschreiben. Die habt ihr Nachricht schon bekommen, wenn das Video draußen ist. Winter Wonderland, Freunde. Wir fahren ja, wie gesagt, schon zum nächsten Lost Place. Das sieht mega aus. Ich hoffe, es kommt auf Kamera so rüber. Die Bäume sind vereist, ist das, ne? Sicherlich? Ja. Schnee wird es ja nicht sein. Das sieht richtig schön aus. Ich wusste gar nicht, dass ihr so viel Landschaft habt. Ich dachte, ihr seid total verbaut hier. Richtig schön hier. Sieht aus wie Rügen. Oh, ihr Lieben, erste Location, die wir... Ne, wir sind die zweite Location angefahren. Erste Location, die wir im Kasten haben. Und ich kann euch versprechen, es ist ein richtig geiles Ding. Richtig geiles Ding. Ich weiß nicht, was Petze da jetzt macht. Ach, der macht die 360-Grad-Kamera. Wir wollen ja noch nebenbei ein bisschen vloggen und so, ne? Das ist ja das Geile. Ja, auf geht's zum... Oh Gott. Hast du das Auto auseinander? Ist Scheibe kaputt? Schön. Fahren wir jetzt ohne Frontscheibe? Geil. So, Freunde. Hier wohnt Petze. Also ist eine Zweiraumwohnung. Hm. Wir gucken uns jetzt mal im Vorbeifahren. Wie sagen die anderen immer so schön? Ein Zufallsfund, ne? Ja. Komm, wir gucken uns mal einen Zufallsfund an. Aber das sieht richtig gut gesichert aus. Nee, kannst du knicken. Eingang ist schon da. Ach nee. Ich habe gedacht, hier vorne wäre gleich der Eingang. Das ist komplett gesichert. Guck mal, mit Stahlplatten. Lass mal klinken. Das ist was Öffentliches. Ja, meistens ist ja immer die Tür auf, ne? Hey. Was witzig wäre, wenn wir von der Bude dann einen unterirdischen Gang hier rüber hätten. Oh, wäre das nicht was? Das wäre geil. Wir haben Eingang. Ey, das wäre es ja jetzt. Du, das Ding ist komplett eingefallen. Warte. Aber was ist denn das gewesen mal, was? Ein Weinkeller. Aber das muss ja mal was Fürstliches nicht, aber du weißt, wie ich meine. Das ist interessant hier, ne? Herrschaftliches, ne? Ja. So, der Schmalste geht mal durch. Ich glaube, das ist ein Eiskeller. Ja, hießen die nicht früher so? Ich kann nicht gar nicht. Den Fremdenführer raushängen. Natürlich. Oh, und keine, hat eine Taschenlampe mit? Ja. Mit der Aktionskeim ist aber mal so ein bisschen... Jetzt mach mal nicht die Kamera schlecht. Hier ist ein bisschen lichtschwach. Oh, Freunde. Alter. Boah, auf die Fresse gepackt. Wo geht's denn hier hin? Ach so! Was ist denn für ein Quatsch? Doch, es geht weiter. Aber ich habe Licht gesehen hier. Da ist offen. Ach so. Hier geht's rein.
So, Freunde, Tag 1 unserer Berlin-Brandenburg-Tour geht zu Ende. Voll gepackt mit tollen Sachen. Jeff hat die Karte verbummelt, wir kommen nicht ins Hotelzimmer. Die Karte wirklich nicht. Deswegen nehme ich, ich habe sie dir gegeben. Ich habe gesagt, hast du Vertrauen? Bist du sorgsam? Ich bin nochmal hoch, ne? Ja, ja. Oh, mach jetzt keinen Scheiß, oder? Du bist nochmal hoch. Oh. Ey. Ich nix. Hast gedacht, du musst die Kamera nehmen? Ja. Ich hab die Karte, ich hab den ganzen Tag mit dem Arsch drauf gesessen. Ja, bloß gut, ey. Hier mein Hase. Das jetzt wieder gewesen wäre, ja. Willkommen. Ist das unser nächster Lost Place? Ich glaube, es reicht für heute, ne? Ja, das reicht. Sag mal für unsere Zuschauer, ob wir erfolgreich waren heute. Ich habe mir mehr erhofft. Da, ehrlich jetzt? Ja, ich dachte, wir schaffen 5. Ach, von der Anzahl her? Ja. Ja, das habe ich auch gedacht. Also wenn ich jetzt überlege, den ganzen Tag unterwegs sind 3. Und woran lag es eigentlich, wenn man es mal so analysiert? An dir, früh. Weil ich die eine Stunde verplempert habe, ne? Ja. Also kurz zur Erklärung, ich wollte unbedingt zu einem Lost Place ran, den auch ihr Follower mir empfohlen haben hier in Berlin. Und dann sagte man mir, das ist hier gleich in der Nähe. Und da haben wir eine Stunde verplempert und da war nichts mehr. Kann ich eigentlich sagen, um was sich handelt? Ja, ne? Ja, ist doch eh. Ja, ist ja eh nichts mehr. Wie heißt das nochmal? Spreepark. Der Spreepark. Also da, wo der ehemalige Vergnügungspark der DDR gewesen ist oder so, glaube ich, wenn ich das richtig jetzt ausdrücke. Dort haben sie alles abgerissen, ist nichts mehr da, alles abgebaut, da stehen Bagger. Ja. Gut, Freunde. Der Vlog geht morgen weiter. Wir sehen uns morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen zu Teil. Nee, zu. Oh, seht ihr? Ich habe sehr gut geschlafen. Ich habe 7,5 Stunden geschlafen. Tag 2 der Berlin-Brandenburg. Nochmal von vorne. Also, einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 2 der Berlin-Brandenburg-Tour. Ich habe wunderbar geschlafen. Warum ich lachen musste, vielleicht lasse ich es drin. Ich musste nochmal anfangen. Bin noch gar nicht ganz wach. Ich habe sehr gut geschlafen. 7,5 Stunden habe ich geschlafen. Leider haben wir eine nicht so schöne Nachricht. Der liebe Jeff ist jetzt nach Hause und somit müssen wir die Tour, ja, leider ohne den lieben Jeff fortsetzen. Trotzdem machen Petze und ich weiter und der Vlog geht hier weiter und die Filme werdet ihr natürlich früher oder später, ich weiß es nicht genau, auf diesem Kanal sehen. Also, Tag 2 kann beginnen. Let's go! No more red light, no way I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Right back where I left because I know my people needed me. Diving in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city cause we beat the street.